So, jetzt gehe ich da nochmal hin, erledige den Rest. Und sobald ich die nämlich erledigt habe, werde ich die Häuser angreifen und das schneide ich aber dann raus. Weil ihr habt ja gesehen, wie ewig das gedauert hat. Und so viel blabbern kann ich schon auch wieder nicht. Sodass ich dann euch mitnehme, sobald ich das Menschenmonument besetze, damit ich euch zeige, wie das so... Damit ich euch dazu noch was erklären kann, genau. Diese Gräber sind dann auch wichtig für eine Nebenquest. Ich glaube, die haben so vielleicht noch was mit der Höhle zu tun. Ja, wie gesagt, kommt alles mit der Zeit. So, Schätzelein. Ein bisschen flotti. Ein bisschen schneller, bitte. Beulenmacher. Felsenschleuderer. Einer war ja hinüber. Dass ich den nicht gesehen habe. Ah, das Schöne ist, auch wenn das die entsprechenden Häuser zerstört worden sind, die für die Lichtsäule wichtig sind, kommt immer so ein Blitz. Selbst wenn die vorher nicht sichtbar war, die Lichtsäule. Ich habe jetzt bei den Häusern nicht drauf geachtet, ob da was gekommen ist. Standhalten, Männer! Eigentlich hätte ich die vorher erledigen können. Oh, wow. Runenkrieger, zu mir! Vorbei. Genau dann, wenn ich dort ankomme. Das ist ein Hinterhalt! Okay. Das sollte ich überleben. Die Linien müssen halten! Gut. Ich hab's überlebt. Ich werde die Häuser jetzt abreißen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Menschenmonument besetze. Ha, da war der Blitz! Da war der Blitz! Habt ihr gesehen? So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein paar Steam-Einstellungen noch geändert, weil früher gab es mal die Option, dass man halt angezeigt bekommen hat, wenn zum Beispiel ein Freund ein Spiel gestartet hat und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt am Anfang natürlich passiert, als Roan mich gerufen hat. Und jetzt eben beim Zurückgehen ist es wieder und ich dachte mir so, warte mal, das siehst du jetzt im Fenster. Das bin ich nicht gewöhnt, weil wenn ich im Vollbildmodus spiele, dann sieht man das nicht. Und jetzt habe ich aber die Einstellung gefunden, wo das ist. Das haben sie umgeändert in den Chat. Oh, in die, also die Freundesliste Einstellung gedönste. So, jetzt sollte es aber nicht mehr passieren. Das macht irgendwie das Ganze kaputt, beziehungsweise könnt ihr was verdecken oder wenn gerade Text ist oder sonstiges. So, wir besetzen das Monument, indem wir das Monument anklicken und hier drauf gehen. Jetzt haben wir momentan drei Optionen. Menschenarbeiter, Rekrut und Speer. Weil wir diese Pläne haben. Menschenarbeiter kommen durch die Rune, die wir haben, und die durch Pläne. Jetzt ist es so, dass wir hier eine Anzeige haben. 7 von 20, 0 von 10 Kriegern. Also 20 Arbeiter können wir momentan machen und 10 Krieger können wir erschaffen. Dazu kommt noch hier, das ist meine Runenkraft. Mit jedem Arbeiter oder Held, den ich produziere, wird sie halt niedriger. Sie regeneriert sich aber natürlich mit der Zeit wieder. Je niedriger sie ist, desto länger dauert es, bis die Arbeiter und so erstellt sind. Hier oben rechts haben wir die untätigen Arbeiter. Wir wählen 5 aus davon, dann können die erstmal Holz hacken gehen. 5 weitere. Oh, lassen wir die auch Holz hacken? Nein, wir lassen die Steine abhauen. So. Jetzt ist das, was ich meine, dieses Glitzern. Das taucht halt erst auf, wenn wir dieses Menschenmonument besetzt haben, beziehungsweise generell halt diese Monumente. So, Erz. Weil ich da am Überlegen bin, ob es nicht sinnvoller ist, wenn ich die erstmal nur dorthin positioniere. Dort entlang. So, jetzt zeige ich euch mal die Pläne. Darauf bin ich ja noch nicht eingegangen. Wir haben hier die Baupläne für Menschen, für Zwerge, Elfen, Orks, Trolle, dunkle Elfen. Wir haben Holzfällerhütte, Steinbruch, also Holzfällerhütte, um Holz abzubauen, Steinbruch, um Stein abzubauen. Man sieht immer die Ressourcen, die dafür benötigt werden. Schmiede, um Erz abzubauen. Schmiede, nicht um Erz abzubauen, die Mieder, genau. Ich habe das lieber so rum. Die Jagdhütte für Nahrungsmittel, die Schmiede, um halt Krieger herzustellen. Es ist auch so, dass je mehr Schmieden man hat, desto schneller werden sie hergestellt. Aber meistens reicht eine Schmiede aus. Vollkommen vor allem.
Dann haben wir zur Verteidigung den Schützturm und das kleine Haupthaus. Wenn wir das bauen, können wir mehr Arbeiter produzieren. Ich glaube, das geht um 10 hoch. Und wir können unsere maximale Kriegereinheiten erhöhen, indem wir halt Nahrungsmittel geben. Zum Beispiel 100 Einheiten Nahrungsmittel, 200, 300, 400. Dann können wir das mal so um 5 aufstocken. Ich glaube, bis zu 30 geht es beim kleinen Haupthaus. Es gibt noch das mittlere und das große Haupthaus. Und hier können wir halt unsere Menscheneinheiten platzieren. Wir haben halt Rekrut und Speer. Rekrut ist Nahkämpfer, benötigt Schmiede und 50 Einheiten Eisen. Und der Speer als Fernkämpfer. So. Verfügt über Dort mich. entlang. Ja, verfügt über mich. Wir können Schon 5 dabei. Arbeiter in Ja, ein wird sofort Haus erledigt. stecken. Herr der Auf Rune. geht's. Ja? Ihr könnt auch schon die Mine bauen. Und es gibt noch so Gehen wir es extra an. Gebäude wie wie nennt sich das? Nahrungslager, genau. Gebäude wurde Für die Mine ist errichtet. es zum Beispiel Schmelze. Da laufen dann die Arbeiter direkt dorthin und dann kriegt man das Doppelte aus 10 Einheiten Zu Stein, Diensten. Holz, Erz, Nahrung, je nachdem halt. Bin unterwegs. Kein Problem. Ja? Dann los. Verfügt über mich. So. Schon auf dem Weg. Was sind die? Ach, guck mal, die sind automatisch Holzfäller geworden, weil sie Holz hacken. Was Wie wünscht ihr? praktisch. So, ihr sollt euch einen Steinbruch Wird bauen. sofort Da erledigt. nehme ich jetzt euch noch kurz mit. Das sind halt diese Anfänger. Die werden auf jeden Fall. Ja, ich muss erstmal das kleine Haupthaus, Schmiede und sowas bauen. Gegebenenfalls Wachtürme, obwohl ich einen Wachturm jetzt eigentlich nicht besonders brauche. Und danach werden sie auf jeden Fall dann Einheiten schmieden. Ich denke mal, dort werde ich mich sammeln mit meinen Einheiten. Herr der Rune? Man kann halt die Fahne platzieren, indem man halt das Monument anklickt und dann eben auf Rechtsklick auf die Stelle setzt. Aber die Hier Menschen, bin die ich. wandern immer hierhin. Also sie werden jetzt nicht dorthin laufen, wo dann die ganzen anderen sind. Ärmel Machen wir hoch das und mal dahin. los. So, die sind beschäftigt. Genau, die sind beschäftigt. Und die auch. Haben wir das kleine Haupthaus. Und dann können die halt entsprechend jagen, Schmiede bauen. Und dann gucke ich mal, wo ich am besten jage. Hier kann ich Gebäude eigentlich wurde eine Hütte errichtet. errichten. Viel Nahrung gibt es hier halt nicht. Das ist es halt. Ich mache mal hier hin. Eine davon soll meine Schmiede bauen. Schon dabei. Und dann noch die restlichen 10 Stück, die ich produzieren kann. Ich könnte rein theoretisch noch eine Mine bauen, also damit es ein bisschen schneller geht. Beim Haupthaus sieht es dann so aus. 100 Nahrung brauchen wir jetzt, um von 10 auf 5 Einheiten aufrüsten zu können. Verfügt Gehen über wir es mich. an. Ja, ich denke mal, das war's dann erstmal Gebäude soweit. wurde errichtet. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann fertig bin zu kämpfen. So, mein letzter Speer macht sich gerade auf dem Weg zum Treffpunkt. Ihr hattet ja noch so weit mitgekriegt, kleines Haupthaus. Das habe ich jetzt zweimal verbessert. Ich glaube, für 300 Nahrung wird es nicht reichen, weil Nahrung ist hier Mangelware. Die Jäger standen schon so. Ja, ich habe nichts zu tun. Ich habe zwei Jägerhütten erstellt, eine hier und eine dort drüben. Holzfällerhütten habe ich sogar drei mittlerweile, weil die waren ziemlich schnell weg, die Bäume und etwas weiter weg. Ich habe das nicht so gut hingestellt. Die ist jetzt kürzlich fertig geworden, weil ich brauchte nämlich auch für die Speer Holz als Ressource. Ja, die sind beschäftigt, da habe ich zwei Minen
Und das andere Holzfällerlager ist hier. Ich habe noch zwei Türme gebaut, einfach. Ja, warum Bereit. nicht? Und ich neige dazu, immer deutlich mehr Fernkämpfer zu machen als Nahkämpfer. Ich hätte eigentlich bei 5 oder 7 Nahkämpfern lassen können, der Rest Fernkämpfer. Einfach aus dem Grund, die Fernkämpfer können zu X-Tausenden angreifen, einen einzelnen Gegner. Die Nahkämpfer können aber nur bis zu einer bestimmten Zahl einen Gegner umkreisen. Ist da kein Platz mehr, können die anderen Nahkämpfer nicht angreifen. Dementsprechend, sofern keine anderen Gegner natürlich da sind. Wenn es jetzt so ein Bossgegner-mäßig ist, dann ist der schnell umkreist, ne? Und die anderen stehen da so lalalala und warten, bis da mal einer Platz macht, weil er zu viel Schaden gekriegt hat oder so oder halt gestorben ist. Währenddessen können die Fernkämpfer halt schön angreifen. Ich mache mir mal gerne meine ganze Armee einmal so. Dann kann ich nämlich einen Gegner auswählen und direkt angreifen. Ich Bin mache aber auch unterwegs. gerne so, dass ich einmal die Fernkämpfer Erwarte sammle und die nochmal Befehle. extra habe. Dass die Nahkämpfer machen, Ja. was sie wollen, und ich mache dann Erwarte mit euer den Fernkämpfern, Kommando. hier greift das Ziel an, hier greift das Ziel an, etc., Hier. etc. Sofort. Es wird dann auch immer angezeigt, wer in dieser Armee drin ist. Erwarte Das ist ganz Befehle. praktisch. Auf meinen Und hier kann Befehl. man halt auch die einzelnen Selektionen machen. Da werden sie halt zusammengefasst. Folgt mir. Ich weiß gar Folgt nicht, wie mir. viele Einheiten man in einem Trupp haben kann, Sofort. aber es ist Sofort. begrenzt. Und Schnell. man muss immer gucken. Man kann auch so formationsmäßig machen. Ja, geht im Kreis. Ja, aber das habe ich nie Sofort. benutzt. Schnell. Oder stellt euch so hin. Man kann die wohl auch auf Patrouille schicken, habe ich auch nie Sofort. benutzt. Erwarte Irgendwie so Befehle. Wegpunkte setzen oder sowas, Auf mein Kommando. laut Hina. der Tutorial-Stimme. Aber da habe ich Vorwärts. ehrlich gesagt nicht so richtig zugehört. Und zum anderen ist mir das wurscht piepegal. Sofort. Ganz oft mache ich es auch so, dass mein Nahkämpfer, Mir also meine nach. Hauptfigur, mein Avatar, gerne mal zuerst in Und den los. Krieg reinstürmt. Runenkrieger, zu mir! Auf den Schlachthof. Feindkontakt! Ja, warum auch nicht angreifen? Ja, ist auch Einsatzbereit. gut. Vorsicht, Sie Schlimm. sind hier! Steht einfach da. Runenkrieger, La zu la mir! la la, ich werde nicht angegriffen und in unmittelbarer Nähe ist auch keiner. Auf mein Schnell, Zeichen. not my business. Für die Freiheit! Bereit für den Kampf! Oh, da ist noch einer. Den kümmere ich mich. Das hätte ich auch noch alleine Wir machen werden können, glaube ich. angegriffen! Aber egal. Dadurch, dass die Goblins nicht mehr da sind, habe ich ja eh meine Ruhe. Auf Und meinen so habt ihr Befehl. jetzt auch mal gesehen, wie so Kämpft, ein Männer! Gegner Standhalten, produziert Männer! wird, ne? Wie er plötzlich auftaucht. Ich liebe sowas. Sofort! Schnell! So, ist auch nicht mehr Mir so nach! weit bis nach Graufurt. Mittlerweile bin ich seit fast einer Stunde Aufnahme. Schnell! Ich müsste mir eigentlich mal die Zeit dann stellen, um zu gucken, wie lange ich dann dafür gebraucht habe, Schnell! das aufzubauen. Das war jetzt ja noch was Schnelles. Orks! Sie brennen alles nieder! Wo sind die Wachen? Helfen uns bei der Verteidigung, schnell! Oder wir sind verloren! Ja. Und los! Alles Mir Klärchen. nach! Vorwärts! Schnell! Oh, ein kranker Einsiedler. Schnell! Sonst sterben die Leute! Höhlenohrkeiler, auch noch toll. Sie schlagen zu! Ich kann mich daran leider nicht erinnern, ich habe sonst immer meine Armee schon mal vorgeschickt. Weil ich ja aufgehalten werde, Bleiben aber standhaft! die Armee rennt halt weiter, kämpft dann entsprechend. Verstärkt die Verteidigung! Die Linien müssen halten! So. Ja,
zwei Bauern sind draufgegangen. Bereit. Mir nach. Ich glaube, das kann man noch verkraften, oder? Danke. Ohne euch hätte es finster für uns ausgesehen. Die Wachleute können was erleben, diese Saufköpfe. Nehmt dies als Entlohnung. Und bitte entschuldigt die anderen. Die Leute haben etwas Angst vor euch. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Auf dem Weg nach Graufurt. Oh, bis Graufurt ist es nicht mehr weit. Folgt einfach dem Weg den Berg hinauf. Gute Reise. Danke. Ich guck mal, ob ich mit dem kranken Einsiedler reden kann. Ob das was bringt. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Auch mal alleine unterwegs. Gebiet sichern. Bin unterwegs. Hier ist ja sonst nichts weiter. Oben sind auch nochmal. Augen offen halten. Höhlenorks. Da. Und da war auch noch irgendwie eine Truhe. Marschbefehl. Genau, da könnt ihr schon mal hinlatschen. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Schade. Ich kann auch nicht mit Tombard reden. Ich kann, glaube ich, nur mit Leuten reden. Nicht nur ich glaube, sondern definitiv, die ein Ausrufezeichen über sich haben. Aber man sieht immer so die normalen Leute, die so nur 0850 Leute, Wulfgar Bauer, haben schon so schöne Namen, sind blau markiert. Und dann andere, die wichtiger sind, heißen dann, haben halt auch Namen. Tombard, Bauer Lemuel, mit denen ich dann halt früher oder später halt interagieren kann. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. Augen offen halten. Ach ja, um Gegner zu plündern oder auch Kisten, muss doch nicht mal mein Avatar in der Nähe sein. Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Bereit für den unterwegs. Kampf. Mal gucken, ob hier ein größerer Gegner war oder nicht. Oder nur die Kiste. Alles klar. Wird sich zeigen. Alles klar. Wie sich zeigt, ist hier niemand. So. Alles klar. Befehl verstanden. Hier, mir nach. Dann können wir nach. Hoch und dann sind wir schon in Graufurt. Und los. Was heißt schon? Ha. Vorwärts. Achso, und wenn man bestimmte Kartenabschnitte nicht mehr lang gegangen ist und es mal dunkel geworden ist etc., dann werden die so dunkel, dann kann man nicht aktiv verfolgen, was passiert. Das wollte ich auch noch so als Information hereingeben. Hier sieht es aber auch nicht besser aus mit Nahrung, ne? Ganz viel Holz, ja, könnte ich bauen, aber Nahrung ist Mangelware. Vorwärts! So, und hier bin ich in Graufurt. Folgt mir! Ist jetzt die Sache. Ich will ja alles aufdecken. Das wird aber ein bisschen länger dauern. Und dann noch die Frage, wenn plötzlich irgendwelche Questdinger dabei sind. Oder ich latsche jetzt erstmal direkt zu Sagittarius und stoße das an. Bleib aber mit meiner Armee erstmal draußen. Aus Gründen. Weil die Leute Angst vor mir haben, aus anderen Gründen. Und ich gehe auf jeden Fall zu den Seelenfelsen. Und Gaba ist ganz wichtig. Gib meine Nebenquest. Gib das Zeichen. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Befehl verstanden. Sartarius? Der bin ich. Und ihr müsst der Runenkrieger sein, den Rohan erweckt hat. Rohan befindet sich in großer Gefahr. Ich muss ihn sprechen. Er brach in Richtung Wildlandpass auf, zusammen mit seiner Leibwache. Die wird ihm nicht genügen. Ein anderer Magier des Zirkels ist hier. Er trat uns in den Bergen entgegen. Euer Bote war ein Verräter. Er führte mich geradewegs zu ihm. Ein anderer Zirkelmagier? Ihr Götter, wer? Eine dunkle Kapuze verbarg sein Gesicht. Und der Verräter? Tod. Der dunkle Zirkelmagier gab ihm diese Schatulle. Für die Anführer der Schwarzen Faust. Die Schwarze Faust? Unmöglich. Das würde bedeuten...
Zu den Waffen! Zu den Waffen! Höhlenorks! Sie kommen vom Schattenpass her! Orks? Sie müssen euch aus den Bergen gefolgt sein. Rasch! Der Orden muss sich an der Verteidigung beteiligen. Das Stadtgesetz verlangt unser Eingreifen. Übernehmt das Kommando über diese Ritter. Zu eurem Befehl. Folgt dem Soldaten zum Tor. Kehrt zu mir zurück, wenn der Angriff abgewehrt ist. Viel Glück. Folgt mir. Also, da sind sie. Hinlaufen brauche ich nicht, weil ich habe ja meine Armee schon. Haltet dort. Sie von der Stadt fern. Verstärkt wäre die schön, wenn auch meine Dings angreifen würden, ne? Einen habe ich jetzt die schon. Die schlagen zu. Verstärkt die Verteidigung. Ja, ich habe ein paar mehr verloren, jetzt 5. Weil die Nahkämpfer halt alle schon in Kampf-Action waren und die Speer. Oh, pff, warum? Aber ich klatsche jetzt nicht hin. Sind auf Feinde gestoßen! Weil wir die Ordenskrieger mit dabei sind. Tada! Fertig. So, dann kann ich Gabama ansprechen, oder? Ja, gut, keine Sequenz. Ja, froh. Was? Oh, seid gegrüßt. Entschuldigt, ich bin sehr beschäftigt. Ihr seht mir eher verängstigt aus. Was? Nein. Ja, vielleicht. Kann ich euch helfen? Was? Ja, nun, seht, mein Meister, der Magier Tarnard, ist unzufrieden mit mir. Ständig schikaniert er mich mit unmöglichen Aufgaben und jetzt... Und jetzt hat man mir auch noch des Meisters Augengläser gestohlen. Ich wollte sie zum Richten bringen. Da wurden sie mir aus der Hand gerissen. Ich verfolgte den Dieb, doch er lief in die Berge. Dorthin, wo all die schrecklichen Kreaturen hausen. Was soll ich jetzt nur tun? Meister Tarnard bringt mich um. Bitte, haltet Ausschau. Vielleicht findet ihr den Dieb. Bringt die Augengläser zu mir, bevor der Meister etwas merkt. Bitte. Ich hab die Augengläser schon. Diese Augengläser fand ich bei einem Dieb in den Bergen. Aonirs Gnade, das sind sie. Jetzt kann ich endlich... Nein, kann ich nicht. Ich vergaß. Was? Ich habe letzte Woche den magischen Federkiel des Meisters zerbrochen. Und vor lauter Aufregung hatte ich vergessen, dass ich noch Ersatz besorgen muss. In Graufurt gibt es genügend Händler, denke ich. Nein, nein. Solche Federkiele sind äußerst selten. Sie wurden nur vom Zirkel selbst und der Talindischen Gilde gefertigt. Kein Händler hier führt so etwas, glaubt mir. Es ist zum Verzweifeln. Ich weiß zwar nicht, ob ich auf meinen Reisen viel mit Federkielen zu tun bekomme, aber ich werde euch im Gedächtnis behalten. Ja, bitte tut das, Krieger. Sollte euch ein ungewöhnlicher Federkiel unterkommen, dann bringt ihn zu mir. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ja, ja, wir werden Glück haben. Na, wir müssen. Oh, warte. So. Und da war da auch noch der Zarin. Da hatte eben noch ein Fragezeichen über dem Kopf. Da hatte eben noch ein Fragezeichen über den Kopf. Händler macht eigentlich noch gar keinen Sinn, dass wir zu denen gehen, aber gut. Gibt halt sehr viele hier in Graufurt. Ach so. Wir sind ja schon das zweite Mal Level abgekommen. Ich wollte ja schon das letzte Mal zeigen. Hier neue Fähigkeiten. Wir kriegen mit dem Level Up immer 2 Fähigkeitspunkte, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kann man halt hier auswählen. Leichte Kriegskunst, Stichwaffen, kleine Klingenwaffen, kleine Schlagwaffen, kleine leichte Rüstungen. Schwere Kriegskunst könnte ich jetzt noch schwere Rüstungsschilde oder große Klingenwaffen lernen. Fernkampf. Mache ich persönlich nicht so gerne, weil ich halt, wie gesagt, selber in die Action gehe. Weiße Magie, Leben wäre Heilung, Natur, ja, Naturmagie halt, eine Beherrschung von Tieren und Heilung von Vergiftung und sowas und Segnung. Oh, kann gegen Untote eingesetzt werden, also irgendwelche Vorteile gibt es neben Mentalmagie ist Verzauberung, Illusion, Manipulation. Offensiv, Verwirrung, Schock. Gibt's auch ein, ich glaube, Schock ist so ein Zauber, der ist echt gut. Und defensiv, entziehen Mana und sowas. Elementarmagie, Feuer, Eis, Erde. Wer hätte das gedacht? Schwarzmagie, Tod, Nekromantie, Fluch. Klar. Todzauber, Nekromantie,
und Tote zum Leben erwecken und Fluch eben natürlich entsprechend die Feinde zu schwächen. Ich weiß noch nicht, ob ich schwere Rüstung erstmal weitermache oder doch Weißmagie, Elementarmagie mache. Weil wir haben ja jetzt auch ein Zaubergericht, aber Stufe 3. Achso, man kann die übrigens auch im Buch umsortieren, ne? Also, wenn man da dann sich denkt, okay, ich mache hier Feuer hin, da Eis, da andere Zauber oder sonstiges, kann das jederzeit umsortieren. Das ist gar kein Problem. Schwere Rüstung war nicht ganz gut. Schilde macht halt einfach keinen Sinn, weil ich ja Zweihandwaffen trage. Deswegen verstehe ich nicht, warum Schilde hier dabei sind. Das verstehe ich nicht. Und leichte Kriegskunst, die können immer zwei Einhandschwerter zum Beispiel tragen oder Dolch oder keine Ahnung was dergleichen. Ich mache mal schwere Rüstung. Und dann mache ich das hoch und die beiden noch jeweils eins hoch. Dann mache ich hier Schaden hoch und dass ich besser ausweichen kann. Genau. Gute Arbeit, Freund. Nun lasst uns überlegen, was weiter zu tun ist. Jemand muss Rohan folgen und ihn warnen. Ei. Und ich glaube, ich weiß auch schon wer. Aber zeigt mir zunächst die Schatulle, von der ihr erzählt habt. Hier. Der dunkle Magier gab sie dem Boten. Sie enthält die Pläne für einen Angriff. Lasst sehen. Sie ist mit einem magischen Siegel verschlossen. Wenn ihr das Losungswort nicht kennt, wird sie sich nicht öffnen. Kann sie mit einem Zauber aufgebrochen werden? Ja. Jedoch dieses Siegel wurde von einem Zirkelmagier erstellt. Und nur ein Zirkelmagier kann es brechen. Dann muss ich die Schatulle zu Rohan bringen. Ei, seht dies als eure erste Aufgabe als Kämpfer des Ordens. Welchen Weg wird Rohan einschlagen? Er wird wohl zuerst Darius, den Kartografen in Lianon, aufsuchen. Darius hat schon lange von einer Bedrohung jenseits des Passes gesprochen. Dieses Schreiben wird euch das Tor nach Lianon öffnen. Und diese Rune hier mag euch ebenfalls nützlich sein. Fragt Darius nach Rohans Verbleib. Sucht Rohan und warnt ihn. Wenn der dunkle Magier ihn zuerst findet, dann mögen die Götter uns gnädig sein. So, und jetzt können wir noch ein paar Fragen stellen. Machen wir natürlich. Was ist die Schwarze Faust? Die Schwarze Faust ist eine Bande von Söldnern und Plünderern unter der Führung eines Kriegsveteranen namens Brannigan. Bislang waren sie nur eine Bande von Räubern. Ein Ärgernis, nichts weiter. Doch seit einigen Wochen gehen beunruhigende Berichte ein. Man erzählt von ganzen Heerscharen, die sich unter ihrem Banner sammeln. Ausgestattet mit besseren Waffen, stärkeren Rüstungen und neuen Befehlshabern. Irgendjemand unterstützt sie. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Wie komme ich nach Lianon? Begebt euch zum nordöstlichen Ende der Stadt. Dort findet ihr ein Tor, das von Soldaten des Hauses Leonida bewacht wird. Gebt den Soldaten mein Schreiben. Sie werden das Tor für euch öffnen. Dahinter findet ihr das Portal nach Lianon. Was sind das für Portale? Die Portale sind magische Verbindungen zwischen den Inseln. Sie sind der einzige Weg, um von Land zu reisen und die gewaltigen Entfernungen dazwischen zu überwinden. Woher kommen sie? Rohan hat sie gefertigt. Wir wissen nicht viel über sie, nur dass er 6 Jahre fort war und sie in allen Ländern errichtet hat. Dabei machte er keinen Unterschied zwischen den Völkern des Lichts und der Finsternis, ebenso wenig wie zwischen Völkern und Kreaturen. Sein Wunsch war es, dass diese Welt wieder eins werde. Deshalb benötigen wir die Torfesten. Was ist das Haus Leonida? Leonida ist eines der 5 großen Fürstenhäuser Northanders. Es kontrollierte einst die grünen Lande nördlich von hier bis zur Küste Fiaras.
Nun beherrschen sie nur noch die Insel Lianon und sind das kleinste der noch existierenden Häuser. Die anderen Häuser sind Utran, Halit, Wulfgar, denen diese Stadt hier gehört, und Iskander, das allerdings ausgelöscht wurde. Wofür steht der Orden des Erwachens? Der Orden steht für den Neubeginn, den Aufbruch in eine neue Zeit. Rohan selbst hat ihn ins Leben gerufen, um ihm beim Ordnen der neuen Welt zu helfen. Wir sind Beschützer, Lehrer und Baumeister. Unsere Aufgabe ist es, den neuen Reichen zu helfen. Selbst die dunklen Völker erkennen uns an. Doch es gibt viele in unserer Mitte, die nach mehr streben, nach Ruhm, nach Macht. Doch Rohan wird die Geheimnisse seiner Magie nie preisgeben. Er hat erlebt, wozu sie imstande ist. Dennoch keimen Zwist und Neid unter den Ordensbrüdern. Ihr solltet euch davon allerdings nicht beirren lassen. Konzentriert euch nur auf eure Aufgaben. Na logisch, deswegen haben wir dich erstmal ausgequetscht und Informationen gesammelt. So, den Passierschein nach Lianon haben wir. Da ist übrigens das Portal. Und ja, ich werde jetzt doch noch Graufurt aufdecken. Ich weiß nicht, ob ich das schneide oder nicht. Weil ich jetzt noch nicht weiß, was ich großartig jetzt noch sagen soll. Und dann werde ich auf jeden Fall, wenn ich Graufurt aufgedeckt habe, auf jeden Fall die Aufnahme beenden. Oh, Sehen oder Zahnbrecher. Da können wir mit jemandem reden. Da unten ist auch noch ein Portal. Ein Kunde, willkommen. Sperrt euren Mund auf und zeigt mir euer Gebiss. Da liegt doch sicher einiges im Argen. Spürt ihr nicht dieses Zehen? Nein. Bei mir gibt es nichts zu holen. Meine Zähne sind in Ordnung. Danke. Ich steche auch den Stahl. Euer Blick sieht mir ein wenig trübe aus. Nein, nochmals danke. Nun ja, früher oder später werdet ihr schon noch angekrochen kommen. Wartet nicht, bis es zu spät ist. Sonst ist es am Ende euer Tod. Ich bin schon so oft gestorben. Wie meint ihr? Ah, wartet. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Ihr könntet mir vielleicht einen Gefallen tun. Als ich das letzte Mal in Lianon war, stahl mir eine Bande Goblins einen Satz meiner teuersten Zangen und Pinzetten, falls ihr sie finden solltet. Ich finde die Vorstellung von Goblins, die sich gegenseitig ihre Zähne ausreißen, durchaus interessant. Aber ich werde meine Augen offen halten. Yay, Nebenquest. Hier ist das Portal nach Fallonsheim, ist aber zu. Können wir auch noch nicht öffnen. Also das Portal ist offen, aber die Tore sind halt zu. Interessiert uns jetzt auch noch nicht. Nach Fallonsheim kommen wir schon noch auf anderem Wege. Im Endeffekt ist es dann nur eine Abkürzung hierher. So, dann machen wir das hier noch frei. Ich bin immer so jemand, ich möchte gerne die ganzen Karten aufdecken. Um einen ganzen Überblick zu haben. Wobei ich nicht weiß, ob die Karten aufgedeckt bleiben, wenn ich hier wieder zurückkomme. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber könnte eigentlich schon sein. Sehen wir dann, sehen wir dann. Der wird auch nochmal wichtig. Gastagia hat einen Namen. Deswegen wissen wir, er wird wichtig. Aber hauptsächlich für eine Nebenquest. Halit Korporal. Das heißt, hier ist das Portal in die Windwaldberge, da wo wahrscheinlich Halit regiert. So, sonst. Der. Ah ja, ich wollte gerade sagen. Da ist doch noch jemand Weißes auf der Karte gezeigt worden. Auf, ihr Krieger! Nie verzeiht! Oh, wen haben wir denn hier? Verzeiht ihr, habt nicht zufällig etwas guten Schnaps aus meiner Heimat? Das Gesamt hier taugt nichts. Leider nein. Denkt ihr nicht, dass ihr genug habt?
mehr Schnaps aus meiner Heimat. oh Mann, kleiner Saufzwerg. Gut, da haben wir den Leonidaritter. Weil Händler machen einfach keinen Sinn. Ich hätte zwar hier so Nebelquas zum Verkaufen, aber das ist auch Zauberwerk, magischer Federkiel, die Zangen und Schnaps bringen. Und Hauptquest natürlich Darius, den Kartografen, aufsuchen. So, ich mache nur das Portal frei, das Tor frei und dann war's das für diese Aufnahmesession von. Ich bin jetzt bei 1 Stunde und 23 Minuten. Ich habe noch nicht das gezählt, was weggeschnitten wird. Weil sonst habe ich jetzt niemanden übersehen. Ach, hier ist noch eine kleine Stelle, die nicht aufgedeckt ist, aber egal. Lianon ist Kriegsgebiet. Kein Durchgang ohne Passierschein. Ich hab einen. Ich habe ein Schreiben des Ordens. Zeigt her. In Ordnung. Der Orden ist im Land der Leonida immer gern gesehen. Öffne das Tor! Weil das Lustige ist, danach bleibt das Tor halt einfach offen, ne? Hier unten ist auch noch eine kleine Stelle, die jetzt nicht aufgedeckt ist, laut Karte, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Gibt hier eh keine Errungenschaften. Nee, selbst bei Steam nicht. So, hier an der Stelle machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession weiter, beziehungsweise wenn ich das Portal durchstreite. Bis dahin dann, tschüss, eure Tai.